Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Tokyo Twilight Ghost Hunters Blind mit mir, eurem Yoshi. Im letzten Kapitel haben wir einen relativ schweren Bossgegner gehabt, den ich dank neuer strategischer Maßnahmen besiegen konnte. Und dieses Mal, beginnen wir wie immer natürlich damit, dass wir uns Sikora unterhalten. Keine Ahnung, was es bringt, aber ich tue es einfach gerne, denn heute hat Sikora zu berichten, dass Miau, 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 Grrr. Was natürlich höchst tragisch ist, worauf ich nur sagen kann, Miau, 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 Miau. Und ihr seht alle, was Sikora dazu zu sagen hat. Und dementsprechend möchte ich ganz gerne jetzt auch direkt ins nächste Kapitel starten, in Kapitel 10, glaube ich. Und bin gespannt, was uns erwartet. Meistens verursache ich Verluste, aber trotzdem gerne. Ich probiere weiterhin Geld zu machen. Bin gespannt, was uns erwartet. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt habe ich auch schon angefangen, die Serie zu bearbeiten. Und wir sind an einem unbekannten Ort. Um Mitternacht. Warum haben wir einen Fernsehmoderator um Mitternacht an einem unbekannten Ort? Aha. Das dürfte das gewesen sein, was wir letztes Mal gemacht haben. Ups. Richtig, wir haben ja letztes Mal diese Truppe kennengelernt, die anscheinend irgendwas mit unserer Chefin zu tun hat. Ich freue mich darauf, die wiederzusehen. Ja, natürlich, alles giftige Substanzen aus den Abflüssen. Wir sind nicht schuld. Nein, wir haben keine Geister. Also wir haben keine Idioten herausgefordert, die dann Geister beschworen haben oder so. Nein, wir doch nicht. Richtig, alles Halluzinogene, kein Problem. Okay, wir haben offensichtlich Todesopfer zu beklagen. Gut, dass wir das dann doch recht schnell gelöst haben. War das jetzt schon ein Intro, oder? Offensichtlich war es das schon in der Intro. Diesmal keine großen Informationen, was genau passieren wird. Was mich doch ein wenig irritiert, denn bisher hatten wir immer am Anfang eines Kapitels so eine kleine Szene, die uns gezeigt hat, was los ist. Es könnte in diesem Kapitel also alles Mögliche passieren, vielleicht sogar der Plot, den wir ja noch schmerzlich vermissen. Und da laut unserer Trophäen es ja nur 13 Kapitel geben soll, und das hier schon Kapitel 10 ist, wird es mal höchste Zeit für den Plot. Vielleicht kommt er also zu uns. Tokyo Twilight Ghost Hunters mit dem nächsten Kapitel und mal sehen, wo wir jetzt rausgeschmissen werden. Wahrscheinlich in der Schule, wenn ich raten müsste. House of the Rising Sun, der nächste Songtitel für ein Kapitel. Ja, die Nachrichten waren schon irre. Ich wünschte, ich wäre live dabei gewesen. Ja, Terrorismus, ganz furchtbar. Geisterterrorismus. Was habe ich diesmal nicht mitgekriegt? Grüne Monster, also das ist ja jetzt albern. So was habe ich noch nie gehört. Ihr seid alle vollkommen albern. Nein, keine Geister, gibt es gar nicht. Hallo, Shiga. Jo. Ich kenne die Leute jetzt schon daran unterscheiden, wie sie benannt werden. Also, coole Stimme, Shiga. Ja, aber wir haben es geklärt, kein Ding. Ja, aber wie viele Leute können schon Geister sehen? Wir sind doch eher die Ausnahmen, oder?
Naja, vielleicht, wenn mehr Leute uns bemerken, kriegen wir auch mehr Kunden. Familiar Voice ist immer schwer. Nervensäge A. Richtig! Ja, und gestern war ein toller Tag. Was hast du da so gemacht? Ach ja, du hast mir geholfen. Ja, irre. Und? Naja, die haben halt beobachtet und zugeschlagen. Es würde mich nicht verwundern. Sagen wir es mal einfach so. Richtig, und jetzt erwähne ich mal die Leute, die ich getroffen habe. Ich finde, mein Team hat ein Anrecht darauf, das zu wissen. Tja. Richtig, richtig. Vergiss Shisha nicht. Ta-ta-ta-ta! Wir haben also Leute, die sich von Regionseite drum kümmern. Spiel vorbei. Wir haben keinen Job mehr. Ja, ja, wir können wieder ganz normale Schüler sein. Ach, was für ein schönes Ende für das Spiel. Danke, dass ihr allein geschaut habt. Es geht weiter. Ach so, wir müssen noch offiziell gefeuert werden. Sehr gut. Ja, dann. Eben, dann ist die Operation wohl aufgelöst, ja? Ja, ja, durchaus. Dann müssen die wohl auch sowas wie ein IMF haben. Warum sollten sie sowas nicht haben? Wenn wir das rausfinden konnten, konnten die das schon lange. Richtig. Haru-chan, nein. Oh, oh Gott. Die Chefin fängt an zu stottern. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, gut, wir sind gerade von Regierungsseite aufgelöst worden. Super. Oh, sie nehmen nur die Chefin mit. Okay, wer wird der neue Chef? Ich nominiere mich. Die Chefin. Also, wenn irgendwer im Weg stand, fahren wir das. Aber nehmt sie mit, nehmt sie mit. Ich bin der neue Chef hier. Wir können sie haben. Haru, sei jetzt ruhig, sie reden über die Chefin, nicht über uns. Wir sind keine Terroristen, natürlich nicht. Nur die Chefin ist Terroristin. Es könnte sein, dass wir uns einer bis aller dieser Sachen schuldig gemacht haben, ja. Ja, da ist was dran. Das ist jetzt natürlich eine harte Entscheidung. Ich habe gerade mit dem Controller aus der Hand genommen, weil jetzt muss ich wirklich mal nachdenken. Ich könnte sie jetzt natürlich aufhalten, weil die Chefin es nicht verdient hat, festgenommen zu werden. Sie wollte ja nur allen helfen. Aber andererseits ist es schon richtig, dass wir das alles getan haben. Und dementsprechend wäre es eine dumme Idee, sich dem Gesetz zu widersetzen. Zumal die Chefin nicht zulassen würde, dass wir auch noch dran kommen. Äh.
Also ich werde sie erstmal gewähren lassen. Die Chefin kommt da schon wieder raus. Wir schaffen das. Die Chefin ist clever. Nervensieger A, das ist gerade die logische Wahl, bitte. Schau, Chef. Richtig. Irgendwer muss hier was befohlen haben. Richtig. Es kann gar keine Beweise geben. Badge, badge. Ich finde, wir haben ein ziemliches Anrecht darauf, das zu wissen, dass ihr, wenn ihr keine Beweise in der Hand habt. Jo. Wer ist das? Okay. Nett dich kennenzulernen, Kamokura. Und findest du uns genauso cool, wie wir uns cool finden? Und höchst effizient, würde ich meinen. Bisher haben wir noch alle Aufträge erfüllt. Vielleicht haben wir welche davon neu geladen, aber wir haben sie alle erfüllt. Also, warum bin ich denn jetzt immer der Interessante? Immer bin ich der Interessanteste in dieser Runde. Ah, du hast von meinen fünf Sinnen gehört, mit denen ich Leute begrüße. Also erstmal bin ich auf dich wütend für die Scheiße, die du hier abziehst. Entschuldige meine Ausdrucksweise. Und wie es sich für Niklas Burfen gehört, werde ich wütend schmecken. Ich stelle mir das gerade bildhaft vor. Wie er da reinkommt, ja, sag mir was über deine fünf Sinne und Niklas erstmal auf ihn zuspringt und ihm in den Arm beißt und er steht, es wird nicht wütend. Es muss schrecklich bescheuert aussehen für alle um uns rum. Es wäre jetzt mal schön zu wissen, wer du bist. Okay. Entweder ist er ein verdammt hohes Tier oder will nur angeben. So, entschuldigt den kleinen Schnitt, wir hatten gerade eine kurze Störung. Aber ich stelle gerne Fragen. Genau, starrt einander nieder. Trotzdem bin ich der neue Chef. Gut, ich bin der neue Chef. Er hat gerade selber gesagt, ich bin der besonders und interessanteste der Runde. Ich muss der neue Chef sein. Nein, ich bin der neue Chef. Oh. Ja, dann können wir hier wohl nichts mehr machen. Auf nach Hause, los Leute. Und so enden die Abenteuer von Niklas Burfen als Geheim. Nein, doch noch nicht. Schlechtes Ende. Wir mussten nicht evakuiert werden. Wir sind freiwillig gegangen.
Nervensäge, B, hör auf zu jammern. Oh, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ne? Siehst du, wir haben uns jetzt schon wieder gesehen. Was meinst du denn, wie wir das gemacht haben? Wir haben doch immer nur Verluste gemacht. Natürlich haben wir es aus, Ach, komm. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das Spiel das mit eingebunden hätte. Gucken wir mal, wie viel Gewinn habt ihr gemacht? Oh, minus... Okay, wir reden besser nicht darüber, dass ihr das nur wegen Gewinn gemacht habt. Ja, aber das ist irgendwie sein Job, Sachen zu sagen und dann zu gehen. Ja, ich weiß, ich hab's mitgekriegt, Leute. Bitte. Naja, um genau zu sein, hat er gerade unsere Verbrechen aufgelistet und die sind schon, real, ja. Kann ich einfach nach Hause gehen und die Idioten stehen lassen? Sekunde. Ja, organisiertes Verbrechen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass wir einen Yakuza bei uns aufgenommen haben? Beschädigung von Privateigentum. Wisst ihr, wie viele Sachen ich alleine seit der Part habe bei unseren Einsätzen? Einbruch. Haben wir bestimmt auch schon begangen, auch wenn ich mich gerade explizit nicht mehr daran erinnern kann. Also, die haben wirklich überhaupt nichts fabriziert. Oh Gott. Spione. Ja, Haru-chan, was hast du dazu zu sagen? Wir könnten wieder ganz normale Schüler sein und du könntest Rockmusik machen. Was ganz Normales. Naja, ich guck dich mal einfach freundlich an, weil ja, im Prinzip ist das der Ort. Mit euch konnte ich über Geister reden und so, aber vorher nicht drüber reden zu können, hat mich auch nicht gestört. Naja, wenn ich jetzt ein normaler Kerl wäre, müsste ich sagen, ja, wahrscheinlich, weil was können wir schon gegen die Regierung aussetzen, aber ich bin nun mal Niklas Burfen, der Held aller Helden, der Meister des Meisterlichen, der Typ, der jetzt sagen wird, nein, das lasse ich niemals zu. Eben. Ich muss meine Freunde motivieren, mit mir zusammen zu kämpfen. Jo. Oh, hi. An dich hätte ich nicht gedacht, als ich gesagt habe, dass ich, die Gatekeepers zusammenhalten werde. Können wir sie vielleicht doch auflösen? Dann sind wir wenigstens ihnen da los. Wäre das möglich? Nein, nicht mehr? Okay, schade. Also du hast nicht mal mitgekriegt, dass unsere Organisation aufgelöst wurde, super. Also erst wurde die Chefin verhaftet und dann wurden wir aufgelöst und ja, das war's eigentlich. Naja, er sollte auch wissen, dass er arbeitslos ist. Thank you.
Sie sagen nicht, du hast ein Ersatzbüro. Wo sind wir? Ist das... Wohnst du hier? Wir können auch nach Hause gehen, um zu schlafen. Es ist nicht so, als hätten wir im Büro gewohnt. Naja, bei dir habe ich eigentlich auch mit Chaos gerechnet. Richtig, wir sind noch hier. Und wir sind es, was Gatekeepers ausmacht. Richtig, das Spiel geht weiter. Ja, ich muss niesen, aber es kommt nichts. Redet ihr mal weiter. Okay, ich gucke nach oben. Aber dann kann ich den Text nicht mehr lesen. Ach so, ich sollte nach oben hören. Nicht nach oben gucken. Ja, das ist besser. Oh mein Gott, wir sind der Grund, warum Gatekeepers überhaupt so weit kommen konnte. Wir sind so gut. Wir sind die Größten. Eben. Wer sonst würde das tun, außer die geheime Regierungsorganisation, die ausgebildet ist, um Geister zu besiegen und die uns schon über den Weg gelaufen ist? Die vielleicht. Ja, meinetwegen. Ich guck dich freundlich an, aber ich glaube dir nicht. Jetzt könnten wir schlafen gehen. Okay, viel Spaß. Wir suchen Geister und so. Können wir noch auf die Internetseite zugreifen? Jana. Warum kriege ich ausgerechnet jetzt, wo ich mal wieder aufnehme, Probleme mit der Stimme? Sekunde, ich bin sofort wieder da. So, der nächste Schnitt in dieser wunderschönen Episode. Aber jetzt habe ich ein bisschen Wasser am Platz, also wenn meine Stimme versagt, kann ich mal wieder einen Schluck trinken. Und wir werden exorzieren. Ich weiß zwar noch nicht, was wir exorzieren, aber wir exorzieren es. Richtig. Das alte Prozedere. Oh komm, lasst uns den die Show spielen. Andererseits, wenn ich mir diesen Geist so angucke, lassen wir sie das machen. Hey, es sind meine guten alten Bekannten. Weil das wird das große Problem sein. Sie werden immer schneller sein als wir. Sie haben die Methoden und Möglichkeiten. Tschüss! Ja, ihr streitet euch. Das gibt uns Zeit, cool zu sein. Na, bitte, guck mal, wer da ist. Ja, viel Spaß. Wir werden euch dabei bestimmt stören. Ich meine nicht stören. Ach,
ihr wolltet gegen uns antreten. Ja, das hat er euch gerade versaut. Wechselt auf unsere Seite. Wir könnten dann immer noch nicht gegen euch antreten. Aber wenigstens könntet ihr uns beobachten. Eben, er hat euch das Match weggenommen. Was für ein klassisches... Entschuldigt nochmal meine Ausdrucksweise. Arschloch! Okay, mir reicht's. Ich will ein Match. Jetzt sofort. Eben, und uns dazu zu zwingen, ist nicht nett. Wir hätten aufgeben können. Das wäre euer Ziel gewesen. Und wenn ihr euch so sicher seid, dass ihr sowieso besser seid, warum dann nicht das Risiko eingehen? Ihr könntet uns als Berater einstellen, dann wären vielleicht alle glücklich. Aber ihr dient nicht der Öffentlichkeit. Ihr macht es der Öffentlichkeit gerade schwerer. Oh Gott, wir haben einen Irren vor uns. Einen Irren, der einen überzogenen Selbstwertkomplex hat. Das ist mal so ein klischeehafter Möchtegern-Bösewicht. Oh, ihr seid damit gar nicht einverstanden. Ich nehme mir einfach Handschuhe zu trinken und da kommt der mit so einer Ausdrucksweise um die Ecke, dass ich mich für meine gar nicht mehr entschuldigen muss. Okay. Oh, wir sind in Action. Wir bekämpfen quasi den gleichen Geist. Cool. Ich begegne Geistern hier offensichtlich immer mit Freundlichkeit, habe ich festgestellt. Ich möchte mal freundlich zuhören. Offensichtlich hat das irgendwas freigeschaltet. Okay. Okay, ich höre also Stimmen von Leuten, die sich Gedanken um Geister machen. Okay. Da war mir Gaga. So, wir können es immer noch. Wir sind immer noch die Besten. Also heute ist die große Schneide-Episode, denn gerade geht mein Handy. So, und wenn man mich jetzt heute nochmal zum Spielen kommen lassen würde, wäre das alles sehr, sehr schön.
Aber wenn ich das Ganze mir so angucke, es wäre mal cool, so einen Kampf zu erleben mit quasi eingeschränkten Funktionalitäten. Das wäre eigentlich mal ein cooler Kampf, den hätten sie einbauen können. Ach, jetzt klingelt da auch noch das Handy. Manchmal ist er schon nützlich. Okay. Was jetzt? Oh, bitte sag, dass er einen großen Auftrag für uns gelandet hat. Ah, da ist er ja. Gut, aber warum hast du uns hergerufen? Wir werden nicht mit dir rauchen. Was? Aber wir dürfen wieder in unser Büro. Okay. Meinetwegen, das ist, was wir am besten können. Am nächsten Tag. Konnichiwa. Oh! Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, dann möchte ich doch mal äußerst freundlich dir die Hand geben. So wie das Niklas Burfen mal macht. Nein, nein, du machst mir gar keine Probleme. Oh, gerne. Dann haben wir doch schon wieder ein gutes Team zusammen. Hey. Also will mir das Spiel gerade irgendwelche Hinweise geben, wenn ich so hinten links in den Hintergrund gucke? Also jetzt gerade geht sie aber ganz schön ran. Wenn wir nichts haben, woran wir festhalten müssen, werden wir wahrscheinlich gehen. Gut, dass wir über deine Ansichten reden. Ja, und das ist doch was Schönes, was wir tun können. Interessantes Gespräch, warum auch immer. So, wir dürfen also wieder in unser Büro. Und wir speichern erstmal, dass wir hier drin sind. Denn hier können wir wieder schöne Sachen machen. Als erstes gucken wir uns mal diesen Auftrag an und ob ich dafür bereit bin. Und das dürfte meine Strategie sein. Probieren wir doch mal einfach damit in den Kampf zu gehen und zu gucken, wie sieht das aussieht. Also die beiden müssen auf jeden Fall mit, okay?
Ich war immer mit Boogie sehr zufrieden. Bitte? Ich darf nur die beiden mitnehmen? Dann müssen also mir zwei Leute beitreten in diesem Kapitel? Ich bin ja auch mal gespannt. Gespannt. Part. Ich bin gespannt, was das soll, weil wenn ich nur zwei Leute mitnehmen darf, wenn es eigentlich ja immer vier Kämpfer sind, wer treten mir dann jetzt gleich bei? Ich höre alles. Alles in Ordnung, wie ich gerade schon sagte. Ah, hi. Man hat uns gesagt, wir sollen herkommen. Du wusstest diesmal offensichtlich nicht, dass wir herkommen, obwohl du das wolltest. Okay, Leute, irgendwie seid ihr mir gerade ziemlich unsympathisch. Packen wir dich mal am Kragen. Komm her, du. Ihr habt uns aufgelöst, jetzt ist... Ja, man hat es davon erzählt. Eben, wir haben Geister besiegen. Zu zweit offensichtlich. Wow, was? Ah, Rückblende. Naja, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir es für Geld so viel wie ich gerade schon wieder darin investiert habe, angreifen zu können. Wir locken ihn hervor, sperren ihn in meinen selbstgebauten Kasten ein und weg ist er. Ja, können wir. Ich meine, das haben wir jetzt schon 9 Kapitel lang bewiesen, dass wir das können. Okay. Gut, schön, dass ihr mir das gerade erzählt, aber was hat das mit dem Geist zu tun? Bitte erkläre es mir. Ihr seid also genetische Experimente. Oh Gott, du stellst uns die beiden zur Seite. Ja dann, geben wir es dem Geist. Als Verbund von Staatsgeheimnis und Privatdetektiven, die eigentlich geheim geistig sind, also Geheimbund. Nennen wir uns einen Geheimbund. Server-Netzwerk-Verbindung.
Okay, ich sehe meinen Hauptgeist leider noch nicht. Okay, dafür, dass ihr genetisch verbesserte Supersoldaten seid, habt ihr deutlich weniger Lebenspunkte als Niki und Sayuri. Was ich damit sagen will, ist... Sayuri, die können uns nix! Komm zu mir! Was bist du eigentlich für einer? Ja, Niki mit seinen extrem vielen... Was hast du denn für einen komischen Attackenradius? Okay, alle mal hier. Ah, da haben wir doch schon unser Hauptgeistchen. Die haben ganz schön Attackenradius, muss man ja schon mal sagen. Okay, okay, alle Mann. Wow, das ist also seine Fähigkeit. Er sieht. Okay, also alle Mann, bitte. Und auch alle Frauen, meinetwegen. Ich lasse ihn mal angreifen. Weil da wird ein Geist uns versuchen, in den Rücken zu fallen. Und jetzt gehen die Kampfhandlungen los. Niki! Nein, Niki öffnet, Sayuri öffnet. Sayuri wird eröffnet, eher so. Und da das irgendwie unser Ziel ist. Na gut, du darfst ruhig Angst haben, deine Attacken. Das ist gerade sowieso nicht das, was wir brauchen. Also unser Ziel steckt schon fest. Das ist perfekt. Wenn ich sie so stelle, ja, hat sie auch einen kompletten Attackenradius hier im Angriffsbereich. So, die beiden sind jetzt hier für die Angriffe verantwortlich. Während ihr versucht. Nee. Ein bisschen Action das Ganze machen können. Ja, wir sehen, dass du in deinem Geistern bist. Kein Problem. Alles im Rahmen. Oh Gott, ihr haltet ja gar nichts dafür aus, dafür, dass ihr so super genetisch modifizierte Supersoldaten sein sollt. Die ist ja schon fast weg. Von zwei Angriffen. Oh. Ja, ja, du hast die super Fähigkeit, alle sehen zu können. Finde ich super. Du scannst mal hier bei. Du scannst hier auch mal bei und du greifst mit an. Ach ja, Niki muss noch sagen, was er angreifen soll.
Ansonsten, greift an, Leute. Tut euer Bestes. Großer Rollencharakter. So, jetzt der erste Angriff. Ja, sie ist tot. Also, für die nicht modifizierte Supersoldaten seid ihr ziemlich lahm. So, das ist der Moment, für den ich meine gute alte Freundin hier runterkommen lassen. Sag mal, wollt ihr Niki vielleicht jetzt auch mal wieder in Ruhe lassen? Ja, ja, wir wissen alle, wo die Geister rumrennen, du musst es nicht mehr sagen. So. Ich finde sie so furchtbar, sie kann sich kaum bewegen. Okay, Niki. Machen wir so. Was kannst du für eine Tramp? Auch nett. Aber nicht das, was wir brauchen. Wir wollen hier einen schnellen Sieg herbeiführen am besten. Ja, du bist von unten angegriffen. Also deine Heilfähigkeit ist ein bisschen zu übrig. Weiter. Also ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen unter Level, obwohl, wenn ich mir die Beine angucke, sollten wir gar nicht auf so einem hohen Level sein. Leute, ich sehe schon, dass dieser Kampf nicht das ist, was wir erwartet hatten. Beziehungsweise deutlich bessere Ausrüstung dafür brauchen. Also die kommen da hinten ja gerade nicht mehr raus. Das heißt, wir können uns erstmal in aller Seelenruhe verziehen. Hey, die sind da rausgekommen. Verdammt! Oh mein Gott, sind die Neuen schlecht! Heilt euch! Also, allen sollte gerade klar sein, dass ich diesen Kampf nicht gewinnen werde. Vor allem nicht, wenn ich sie hier dabei habe, die absolut überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, wenn sie sich gerade mal zwei Schritte bewegt.
危なかったわ。1分経過だ。ゴーストの動きを読むんだ。椅子から異音を検知した。Also es ist hier noch ein Verzweiflungskampf, ich weiß sowieso, dass ich hier nicht spielen werde. Und ihre Heilfähigkeiten sind ja auch mal, ganz unteres Niveau. Aber ernsthaft mal, die neuen sind ja wohl wirklich schrecklich schlecht. So, Verzweiflungsangriff beginnt. Oh mein Gott, ich werde unseren Gegner mit dem Verzweiflungsangriff treffen. So, Mut der Verzweiflung und so. Mein Gott, rennt das Viech weit weg. Okay, wir müssen jetzt mutig werden. Wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen, das Viech zu besiegen, dann muss das jetzt so gehen. Verdammt! Ich bin noch nicht so weit weg! Also, diesen Kampf endet hier nicht, aber... Wie kannst du uns angreifen? Wir haben den Angriffsbonus. Also der Geist wird versuchen anzugreifen. Frage ist von wo? So. Mut der Verzweiflung! Okay, voll daneben. Ist jetzt egal. Also Leute, ihr kennt das Spielchen ja schon vom letzten Kapitel. Ihr werdet jetzt sehen, wie ich es im Endeffekt gemacht habe. Denn ich sehe euch wieder, wenn ich sehe, dass es funktioniert. Und ich erkläre euch dann, wie im letzten Kapitel auch schon, die Strategie, die funktioniert hat. Also, bis gleich, Leute. So, Leute, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe eigentlich gerade überhaupt keine Zeit. Ich habe hier nur ein bisschen rumprobiert, um rauszufinden, ob ich vielleicht eine schöne Strategie finde. Und dabei bin ich in eine Situation gekommen, wo ich glaube, dass ich den Kampf gleich beenden werde. Dementsprechend, wenn gleich Leute kommen, müssen die mir einfach noch eine Weile so zuhören. Aber was soll's. Wie dem auch sei, ich habe hier unten ein kleines Gebiet eingerichtet, in dem ich die anderen Geister, die mich genervt haben, eingesperrt habe, zumindest eine Weile weggehalten habe und hier oben die gute alte Strategie weiterverfolgt. Ich habe diesmal keine Detektoren mitgenommen, weil hier unser guter... oder nicht so guter Freund
einfach super selber als Detektor fungiert und ich selber habe angegriffen, mich von Sayuri unterstützen lassen und unser viertes Mitglied ist leider zwischendurch umgekippt, aber die hat sich als relativ gute Heilerin herausgestellt. Dementsprechend greife ich jetzt an und hoffe, dass das den Kampf beenden wird. Weil wie man sieht, unser Bossgeist ist gar nicht mehr so gut drauf. Niki zwar auch nicht, aber wenn ihr überlebt, ist Ordnung, komm schon! Okay, die schreibt Sayuri an, das ist gut. Wenn Niklas jetzt nicht mit Furcht belegt wird, dann habe ich gewonnen. Und dann haben sie beide Sayuri angegriffen. Komm, komm, kein zu harter Konter, bitte. Das ist wieder schlimmer in dieser Situation. Sie kontern wie irre, aber jetzt ist sie fällig. Okay, ich würde zwei Lustige gemacht haben, garantiert. Ist egal. Die Chefin soll nicht darum zu meckern. Und ich wollte einfach nur diese Mission abschließen. Was? Guardian Ghost Sword? Hat sie einfach eine Angriffstechnik gelernt? Das wäre ja auch mal wieder was Schönes. Eine Bratpfanne, warum nicht? Gut, jetzt zum Abschluss des Kapitels, bevor hier die Leute gleich reinströmen. Wir können Freunde sein. Ah, nee, lass mal. Oh, was war wo? Freundlichkeit. Schon wieder die Ansicht. Aha. Das würde ich jetzt auch gerne wissen, wer das ist. Das wird gerade echt gruselig. Ich glaube, wir haben hier ein tiefergehendes Problem. Ihr seht das alles zu oberflächlich. Aber ihr habt halt keine Erfahrung in der Sache. Außerdem, du machst das überhaupt nicht. Du bist im Kampf gefallen. Du hast deinen eigenen Ratschlag befolgt. Ja, ihr beiden werdet euch jetzt wahrscheinlich wieder verziehen. Ich glaube nicht, dass ihr permanente Mitglieder seid. Also ich finde nicht, dass sie unbedingt so toll gekämpft haben. Immerhin sind sie beim ersten Mal beide sofort umgefallen und halten absolut nichts aus. Ich weiß echt nicht, was ich von ihm halten soll, aber er scheint ein guter Kerl zu sein eigentlich. Hand drauf. Hört doch auf, euch zu zanken. Richtig. Danke, wir sind die Besten. Du. Hoi. Captain.
Jetzt sag mir nicht der faulste und unautoritärste Mensch, den ich kenne, war eine führende Person im Militär, bevor er zu uns gekommen ist. Oh mein Gott. Ich kann das gerade nicht ernst nehmen. Ich kann diesen Menschen nicht respektieren. Kein Wunder, dass du verhandeln konntest. Wenn wir solche Leute kennen, warum haben wir denn so ein geringes Budget? Ich meine, wir dienen doch der nationalen Sicherheit irgendwo. Okay, was habt ihr denn so lange schon geplant? Ja. In der Welt, in der wir hier in diesem Spiel leben, ja, meinetwegen. Richtig, und wir sind eine Bedrohung, weil wir ihnen zeigen könnten, wie es geht. Klar. Gut, weiter. Will mich wer aufklären? So, und wenn ich jetzt nicht alle 5 Minuten unterbrochen werden würde, könnten wir vielleicht in dieser Folge auch mal in einem Stück durchkommen. Das ist ja der Wahnsinn, wie oft wir in dieser Folge unterbrochen werden, oder Leute? Und vor allem könnte ich mich dann mal von diesem Plot-Twist hier gerade erholen, dass der größte Idiot, den ich kenne, tatsächlich mal eine militärische Führungsperson war. Okay. Also habt ihr eigentlich nur den Namen geändert. Super. Jetzt reden wir tatsächlich in diesem Spiel über die NSA. Cool. Naja, du könntest das vielleicht gedacht haben. Immerhin bist du eine militärische Führungsperson. Aber irgendwie haben wir gerade zusammengearbeitet, also sollten wir das vielleicht weiter so handhaben. Ist ja auch richtig so. Nein, ich kann ihn immer noch nicht respektieren, auch wenn er früher cool gewesen zu sein scheint. Jo, raus hier. Ja? Bitte? Was für ein Zwischenfall? Ich bin ganz Ohr. Ja, worin? Ach so, das letzte Mal. Okay, vielleicht doch was anderes. Ja. Und damit enden wir in einem Cliffhanger offensichtlich. Ja, wer hätte es gedacht, Sadoy ist tatsächlich ein militärischer Anführer mal gewesen. Kann man sich heutzutage wirklich kaum noch vorstellen. Aber so endet nun mal das 10. Kapitel von Tokyo Twilight Ghost Hunters. Ein sehr schönes Kapitel.
Ich habe gar nicht mehr groß nachtrainieren müssen. Es war mal wieder eine strategische Überlegung, die mir im Endeffekt den Sieg gebracht hat. Auch wenn wir diesmal sehr oft unterbrochen wurden, haben wir doch dieses Kapitel ganz gut überstanden. Und jetzt bin ich gespannt, deinen Vorfall mit sehr mächtigen Geistern. Wir werden wahrscheinlich jetzt doch immer ein bisschen an der Schnur weitergeführt. Nicht so einzelne Vorfälle, sondern was Komplettes. Und wir werden dann nächstes Mal sehen, wie es weitergehen könnte und was es mit diesem Vorfall auf sich hat bei Tokyo Twilight Ghost Hunters Blind mit mir und Yoshi. Worauf ich mich schon sehr freue und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und bis dahin, viel Spaß mit was auch immer ihr noch so tut und ciao!